Bestimmt hast du auch schon mal von dem Kuschelhormon Oxytocin gehört. In diesem Video erfährst du 5 Tipps, was du tun kannst, um deinen Spiegel davon natürlich zu steigern. Oxytocin ist ein Hormon und ein Neurotransmitter, weshalb es viele verschiedene Funktionen im Körper übernimmt. Es besteht aus Aminosäuren und wird von der Hirnanhangsdrüse ins Blut abgegeben. Die bekannteste Wirkung entfaltet Oxytocin bei der Geburt. Dabei sorgt es für die Bindung zwischen Mutter und Kind. Aber es ist auch generell für die Bindung zwischen Menschen zuständig. Oxytocin beeinflusst den Blutdruck und den Cortisolspiegel positiv, weshalb es eine große Rolle bei der Verarbeitung von Stress spielt. Auch im Gehirn hat Oxytocin als Neurotransmitter eine entscheidende Rolle. Wenn es ausreichend vorhanden ist, steigert es maßgeblich das Wohlbefinden. Wir alle wissen, dass wir keine Einzelgänger sind, denn jeder Mensch braucht körperliche Nähe. Bei sozialen Bindungen und Berührungen schüttet das Gehirn das Hormon aus, welches ein gutes Gefühl auslöst. Aus diesem Grund wird es auch das Kuschelhormon genannt. Jetzt kommen 5 Tipps, wie du deinen Oxytocinspiegel natürlich erhöhen kannst. Nummer 1, lass dir eine sinnliche Massage geben. Nummer 2, kuschel einfach mal wieder mit deiner besten Freundin oder deinem Freund. Nummer 3, auch Meditation kann helfen, Oxytocin zu erhöhen. Auch Tiere streicheln kann dabei helfen, deinen Oxytocinspiegel zu erhöhen. Tipp Nummer 5. Oxytocin wird nicht umsonst das Kuschelhormon genannt. Es wird ausgeschüttet bei zwischenmenschlichen Berührungen. Also vergiss nicht, zum Begrüßen und zum Abschied deine Freunde ganz lieb in den Arm zu nehmen. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt gerne nach. Ich bin Marlena von Sarah Screen.